Ja, ein Punkt, der natürlich auch von Arbeitgebern nachgefragt wird, der dann natürlich angesprochen werden muss, ist das Thema Kosten. Wir haben ja feste, fixe Kosten als erfolgsabhängige Gebühren. Das heißt nur bestimmter Prozentsatz, je nachdem wie groß das Unternehmen ist und je nachdem ob Arbeitgeber oder Arbeitnehmer finanziert ist, von der Zusagesumme, welche Mitarbeiter überhaupt mitmachen. Da entscheiden sich die Kosten, macht keiner mit, passiert überhaupt nichts, ist es erfolgsorientiert bei null. Und dann natürlich auch die jährlichen Verwaltungskosten, die bei uns pro Kopf sind, unabhängig von der Zusagenhöhe. Das ist der eine Punkt, aber entscheidend sind nicht die Kosten als absolute Größe, sondern die müssen vom Unternehmer immer in der Gesamtheit im System betrachtet werden. Und wenn es eine Hochrechnung ist, die professionell ist, die wirklich alle Kosten, alle Imponderabilien, die alles im Worst Case enthalten hat, also keine Fluktuation mit einem aussterbenden Versorgungswerk, kein Ersatz von ausgeschiedenen Mitarbeitern mit Jungen, lange Lebenserwartung gerechnet, die auch vielleicht abhängig ist vom Unternehmen. Wenn der Unternehmer sagt, meine Mitarbeiter werden alle 95, dann sollte auch mit 95 gerechnet werden. Aber ansonsten mit den versicherungsmathematischen Lebenserwartungen gerechnet wird, dann ergibt sich einfach für den Worst Case eine bestimmte Zinsgröße, die ich erreichen und die ich erwirtschaften muss. Und es ist die Größe, die zum Beispiel rein aus der Liquidität, rein nachdem alle Kosten, nachdem alle Gebühren, nachdem alle Honorare bezahlt werden müssen, nur die freie Liquidität, die übrig bleibt. Wie muss ich diese freie Liquidität rechnen? Wie muss ich die verzinsen? Wie muss die am Kapitalmarkt oder im Unternehmen oder eben alternativ angelegt werden, dass sich das Ganze für den Arbeitgeber 0 auf 0 trägt? Und wenn da eine Größe rauskommt, zum Beispiel 3,8%, dann ist die Frage nur des Arbeitgebers, okay, 3,8% für den Worst Case, ist das für mich irgendwie, irgendwo realisierbar, nachhaltig? Wenn ja, dann weiß ich, diese Kosten haben sich auch gut gerechnet. In der Wirklichkeit wird es sein, es kommt Fluktuation. In Wirklichkeit wird es sein, es werden Ausgeschiedene ersetzt durch junge, durch neu eintretende Mitarbeiter. Dann rechnet sich das Ganze natürlich besser. Dann braucht man vielleicht keine 3,8, sondern 3,4 oder 2,9 oder 3,2%. Dann rechnet sich das sowieso besser. Aber den Worst Case, den muss er kennen. Und die Kosten sind nur eine Komponente in diesem ganzen Wechselwirkungsbeziehungsgeflecht zwischen Steuervorteilen einerseits, Kosten andererseits, Mittelherkunft, Liquidität durch Entgeltumwandlung im arbeitnehmerfinanzierten Bereich, noch Steuervorteile obendrauf, im arbeitgeberfinanzierten Bereich durch die Steuervorteile. Da ergibt sich das einfach als Saldo, als Residualgröße, eine bestimmte Liquidität, die übrig bleibt nach Steuern und die sich verzinsen muss. Und dann kann ich schauen, rechnet sich das Versorgungswerk überhaupt? Und das Ganze wieder vor dem Hintergrund, was bringt mir das Versorgungswerk außer dem rein monetären, außer den rein quantifizierbaren Zinsen? Was bringt mir das an Mitarbeiterbindung, an Vorteilen bei der Mitarbeitergewinnung? Was bringt mir das im Bereich finanzielle Unabhängigkeit, Bankenunabhängigkeit, Innenfinanzierung, alternative Mittelherkunft und diese Dinge mehr?